Moinsens und willkommen zurück hier auf meinem Kanal mit einer weiteren Folge Super Mario Party. Und wer zufällig diesen Let's Play Kanal folgt, der weiß, dass wir uns in der letzten Folge komplett dem Pfad der Prüfung gewidmet haben. Und wir sind durch den Geistwald marschiert und haben die Kneifküste geschafft und sind in der Zielgeraden, die auch genauso heißt. Also 17 kleine Spiele sehe ich da. Yes. Dann gehen wir mal rein. Oh, in der Stadt. Monkey City. Du hast ins letzte Gebiet geschafft. Was dich am Ende des Pfades erwartet, musst du schon selbst herausfinden. Ja, uns erwartet auf jeden Fall das letzte Juwel für unseren Stern in der Mitte. Was dann passiert, ich bin gespannt. Gehen wir gleich mal los hier. Erstes Spiel. Bock, 40 Sekunden lang nicht vom Boxkollen. Ah, das ist okay. Das ist auch eine reine Glückssache, ob man oben nach unten läuft, ne? Okay, los geht's. Start! Hat Glück gehabt, dass wir keine Steine im Weg haben. Die Tetris-Steine da. Ich gehe jetzt mal nach oben. Besser ist. Nein. Aber wir schaffen es trotzdem. Jetzt gehen wir weiter nach oben. Ich glaube, jetzt müsste es hier mal frei sein. Nee, auch nicht. Wir sind trotzdem oben. Ich glaube, es ist jetzt hier. Ja, genau. Hier ist jetzt die freie Bahn. Sehr gut. Jetzt gehen wir nach unten. Ich glaube, unten ist frei. Yes! Mehr oder weniger Glück, ne? Oh, jetzt oben. Oben ist bestimmt frei. Nein. Du bist kein Stück frei. Aber wir schaffen es trotzdem. Fuck. Bin ich der Einzige, der es geschafft hat. Bin ja auch nicht so träge wie ein großer Gorilla. So. Jo, unser Partypunkte-Konto, das steigt und steigt. Pfannkuchenpyramide. Okay, das ist eigentlich ganz witzig. Ich muss nur schnell genug sein. Oh, was stand da unter? Ich habe gleich gelesen, die Regeln waren. Mindestens 10. Okay, das kriegen wir hin. Start! Nein. Ah, shit. Hätte ich nicht nehmen sollen. Oh nein, ich krieg's nicht hin. Shit. Oh, holen wir nochmal. Oh, scheiße. Ah, ich hätte den Stern nicht geben lassen sollen. Die Leute haben... Man muss immer aufpassen. Man muss immer... Naja, man muss immer den da drüber nicht nehmen. Wenn man den erstmal wegnimmt, hat man verloren. Okay, los geht's. Oh, nein! Nein, nein, nein! Oh Mann, ey, was ist das? Vielleicht das erste Spiel und haben. Ja, das zweite Spiel und haben mal lange gebrochen. Ja, ja, wir probieren es nochmal. Wir müssen es machen, bevor dieser Kamek-Helfer kommt und wieder sagt: Heulsuse. Start! Ah, 10 Punkte auf jeden Fall erreicht. Das reicht schon. Sehr gut. Hui, da wollen wir schnell sein diesmal. Ja, da freuen sich die ganzen Toads. Oh, guck mal, da hinten ist das Riesenrad. Mindestens 100 Punkte Präzisionsputzen. Das finde ich irgendwie total bescheuert, das Spiel. Aber wir machen's. Also, man hat so 10 Spiele, die man nicht gut findet. Und los geht's. Ja, bei diesem Rhythmusspiel war ich ja gar nicht so schlecht. Ne? Muss man ja auch mal, man muss sich auch mal loben zwischendurch. Ne? Ja. Das ist sehr gut. Weiter geht's. Gegnerische Teams besiegen. Ach, das ist ja auch eher so ein kleines Glücksding, wenn man die hält. Los geht's. Yeah.
Ui, da habe ich gerade noch mal weggegeben, das Ding. Armer Kumpa. Ja, sind noch drei von unseren Leuten da. Oh! Nein! Jetzt ist nur noch Wario da. Oh, Wario. Oh, das, nee, das ist doch beschiss. Na gut. Gucken wir nochmal. Ja, schade. Aber wir gehen gleich wieder direkt rein. Sollte machbar sein. Sollte machbar sein. Start. Wenn man genug, lange genug hält, müsste es klappen, ne? Oh nein! Scheiße. Na gut. Nein! Ach Mann! Schnell, schnell, schnell! Ah, scheiße, ich dachte, ich könnte schon vor. Na gut, konnte ich nicht. Wollte noch schnell ins Menü gehen. Oh nein, jetzt kommt der. Der Kamek nicht jetzt nicht? Nee. Einmal noch, okay. Nicht so schwer. So. Ist auch besser verteilt hier. So, noch zwei von unserem Team, das ist schon mal gut. So, jetzt warte ich. Nein! Oh, doch! Oh! Shit. War natürlich gut, aber auch irgendwie schlecht. Oh, nee! Hätte ich noch eine Sekunde gewartet. Scheiße. Also bei einigen Spielen hängt man einfach mal fest. Das ist auch echt eine Glückssache. Also ich habe jetzt bei mehreren Kommentaren gelesen, die Leute hängen an dem und dem Spiel fest, wo ich dann beim ersten Mal es geschafft habe. Und dafür hänge ich bei anderen Spielen fest, wo die es beim ersten Mal geschafft haben. Ist doch verrückt. Ich glaube, ich ab und zu echt so ein Karma, was da irgendwie mit einem ein bisschen rumspielt. So, warte mal. Start! Okay. Och Mann! Ich mache das auch jedes Mal wieder. Also komm, wir starten nochmal neu. Ich glaube nicht, dass mein Kollege das schafft. Oder sollen wir warten und gucken, ob er es schafft? Gucken wir, ob er es schafft. Ich glaube zwar nicht. Nö. Der Computer hält das ja auch dann so lange fest, dass man auf jeden Fall nicht weiterschubsen kann. Okay, noch einmal. Och, nervt mich. Mich nervt es, wenn ich an so einem Spiel länger hänge. Aber wir müssen es schaffen. Das nervt auch. Das kann man auch weglassen, das Ding, oder? Ja, Mann. So, probieren wir es nochmal. Start! Dummes Spiel. Oh, wie soll ich das denn da schaffen? Und alle meine Teammitglieder draußen, das ist doch zum Kotzen. Ich konnte nicht mal schnell auf Pause-Menü drücken, um rauszukommen. Oh, das nervt mich ja. Ein super Start in den Tag. Och Mann, fick dich. Piss dich, du blödes Hubschrauber-Propeller-Ding. So. Macht er richtig sauer, ne?
So. Ach Mann, es müsste doch möglich sein, das so zu werfen, dass es explodiert, wenn es da rüberkommt, oder? Ich mach nochmal Neustart. Ich habe keine Lust, da jetzt zu warten, bis sie das wieder nicht schafft. So. So. Richtiges Timing ist gefragt. Und mit drei Leuten haben wir eine gute Chance. Ja, los, komm. Oh, scheiße, jetzt meine Teams natürlich draußen. Ich bin wieder alleine da. Ätzend. Na gut, wir müssen einfach nur halten. Oh, es ist doch nicht. Also ich. Gibt's doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Oh Mann. Warum kommt dieser blöde Fliegeteil? Warum kommt das die ganze Zeit? Warum ist das dauert so lange? Sieht immer voll von der Zeit. Das müsste man echt ändern. Ja, wenn ich überspringen wollte, sag ich Bescheid. Also. Ah, okay, zwei von meinen Leuten sind noch da. Das kann ja vielleicht gar nicht so schlecht werden. Oh, Mario, bitte schaff es, Mario. Das wäre so göttlich. Super. Ich habe keine Lust mehr auf das Spiel. Halt es doch länger, Mario. Och, das ist doch Computer, das ist doch gefaked hier. Klar, das ist gefaked. Dass das mit rechten Dingen zugeht hier. Ja, wie gesagt, also bei diesem Spiel könnt ihr locker mal 20 Minuten vorspulen. Denn, ich werde es niemals schaffen. Das ist so ein blödes, dummes Spiel. Also jetzt hänge ich da irgendwie schon 6-7 Minuten dran. So, den ersten gehen wir auf jeden Fall weiter. Den behalten wir. Oh, das war aber Rettung in letzter Sekunde. Und super, alle meine Leute weg. Ätzend. Och Mann, das macht auch keinen Spaß, ey. Echt so ein Ding doch möglich. Also ganz ehrlich, beim normalen Brettspiel war das Spiel echt easy irgendwie, fand ich. Da habe ich das, glaube ich, zwei Anläufe gebraucht, dann war ich durch. Hier brauche ich jetzt wirklich so viele. Leg mich Hammer auf. Hammer auf. Das ist doch nicht normal. Das gibt's doch gar nicht. Mann, 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 ey. Na, super. Als ob Gampa das retten sollte da. Nee, das ist echt einfach nur Beschiss in dem Spiel. Das ist wirklich. Also ich glaube, das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Oh, nervt mich das. Ja, will ich noch einmal versuchen. Fucko. Dumme Frage jedes Mal, ne? Ich glaube, ich bei der nächsten Runde überspringe ich es wirklich. Damit wir dann erstmal die Rest machen können und dann. Spiel. Also ein dummes Spiel.
gelben raus haben, die sind zu viele. Oh, er hat sich fürs Team geopfert, Waluigi, ja? Da sind alle gelb noch drin. Ja, klar können die mich dann bescheißen hier. Och, Mann! Ah, ist das nervig. Oh. Was soll man denn da noch machen? Ja, wir überspringen sie jetzt. Und gehen zum nächsten weiter. Und müssen nachher wieder zurück und die holen, weil... Kannst nicht so stehen lassen. Geht einfach nicht. Nein, wir spielen weiter. Ja. Oh, reicht ja wohl, ne? Ganz im Ernst. Wer sind wir? Okay, ich Family, okay. Los, Family und Pakete holen. Amazon. Amazon. Mann. Wie sind die so schnell? Wie so langsam ist die Frage. Ich weiß gar nicht, wie schnell die sind. Darf ich nicht. Ey, das gibt's doch gar nicht. Das ist kein Lauf bei mir heute. Ist kein Lauf. Blink, ey. Was? Ja, wir nehmen es mal. Ey, was waren die schnell, oder? Ich muss mal ja auch mal die vor der Nase wegschnappen, ne? Oh, Mist. Oh, Mann. Das kann ich gar nicht schaffen. Wie schnell sind die denn? Oh Mann, ey. Hier ist der Vater der Prüfung. Wahrscheinlich ist es zum Schluss dann alles so schwer. Aber das ist wirklich, die sind wirklich schnell. Und ich finde dieses... Ganz ehrlich. Bei den Spielbrettern sind die Spiele so easy peasy. Das ist echt nicht mehr normal. Wieso kann er auch zwei nehmen? Ist auch beschissen. Nein, die Zweierpakete, Mann. Oh Mann, ey. Das muss auf jeden Fall aufhalten, denen, dass sie die Zweierpakete nicht bekommen. Oh Mann, das nervt. Oh ja, geil. Das zweite Spiel, wo der Penner kommt.
Na, ich probier's nochmal. Ja, will ich nochmal versuchen. Was ist das für eine Frage? Wenn ich sage ich nein, dann will ich aber auch weitermachen. Also. Start. Hey, wie konnte er noch zwei nehmen, wenn ich eins weggenommen habe? Das ist ja bescheuert. Mann, 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 ey. Hätte auch gereicht, wenn ich das ja auch nicht geschafft hätte. Ganz ehrlich, wir spielen das Spiel schon 20 Minuten. Und wir sind bei Platz. Welches Spiel sind wir? Drittes? Was ist denn da los? Ich bin vielleicht irgendwie nicht ganz so. Okay, das Dritte ist es nicht, aber. Ah, das liebe ich, das Spiel. Das fand ich ganz cool. Weiß nicht, wie gut ich jetzt bin in den 25 Sekunden. Aber das Spiel macht auf jeden Fall eine mega Laune, finde ich. Und das sieht ziemlich geil aus. Oh. So, das konnte ich ganz gut, weil es macht dich auch sehr allein. Und es sieht auch ziemlich geil aus, das Spiel. Also von der Grafik sieht es echt gut aus. Auch mit der Reflexion und alles. Das macht echt Spaß. Mich nervt immer noch das Spiel, dass ich es auch nicht geschafft habe mit den Bomben. Mit 15 Münzen gerade, ohne vom Bomber erwischt zu werden. Was war das denn für ein Spiel? Lass uns mal angucken. Ach so, ja. Ja, okay. Das ist nicht so ein Highlight-Spiel, aber mal gucken. 15 Münzen. Okay, das war nicht so gut. Aber irgendwie war ich gar nicht so schlecht. So, jetzt mal. Oh. Ja, kann man das nochmal machen. Okay. Start. Nein. Das ist doch scheiße. Mann. Okay. Einfach nur drauf rumhämmern bringt nichts. Ja, oh no. Das ist. Das sind aber so ein bisschen Glücksspiele. Also man kann zwar genau sehen, wo man springen muss, aber. Richtig gut bin ich doch nicht entspannt. So, die haben wir. Mehr mache ich nicht. Ich nur eine Bombe bekommen. Das reicht schon so. Nervt. 17 Münzen, yes! So, Partypunkte. Okay, wir sind bestimmt ein gutes Team. Hihihi. Was für ein Spiel spielen wir denn? Okay, es geht so. Das Spiel finde ich auch ziemlich ein bisschen langweilig, aber ich finde es auch echt schwierig. Ja. Da oben. Nein! Oh.
Ah, wir haben gewonnen trotzdem, aber mehr durch Glück, aber es macht ja nichts. Hä? Ach scheiße, ohne einen Sparky zu berühren. Ah, das habe ich natürlich nicht gesehen. Natürlich dumm. Mal. Ah, klar, sind ja immer irgendwelche anderen Sachen dabei, ist klar. Ah, shit. Komm her. Ende. Ah, sehr gut. Da wurden wir nicht berührt. Weiß ich, ob mein Gegner, also mein Team auf der anderen Seite berührt wurde, aber ich glaube nicht. So. Wäre ja auch gemein, kann ich ja nicht steuern, ne? Du machst dich echt gut. Wie wär's mit einer Pause? Ja, ich glaube, wir machen wirklich eine Pause hier, weil das wirklich ein langes Spiel ist. Hoffe, es hat euch gefallen. Und bevor wir die Pause machen, testen wir noch einmal das hintere Spiel. Da gehe ich mal zurück. Gehen zurück. Warte. Oh, warte, können wir mal reingehen. Ich wollte nämlich noch einmal schnell das Bombenspiel machen. So, einmal zurücklaufen. Wir testen jetzt nochmal das Spiel dahin mit den Bomben, weil das nervt mich, dass wir das nicht geschafft haben. Und wenn wir es jetzt nicht schaffen beim ersten Mal oder zweiten Mal beziehungsweise, dann ist das so. Aber jetzt machen wir da hier noch, machen wir auf jeden Fall eine Pause. Okay. Sieht das schon mal gut aus? Nein! Wieso macht er das jedes Mal? Jedes Mal macht er das! Jetzt habe ich zwei im Team und ich wette mit euch, beide fliegen jetzt raus. Computer regelt es ja wieder so, dass keiner von den beiden gewinnen kann. Ja, jedes Mal so. Naja, einer fliegt so oder so raus. Ja, und jetzt verliere ich natürlich gegen Shy Guy. Ist klar. Behalte noch eine Hand. Jetzt. Das ist doch nicht. Dann hält er die auch noch so lange in der Hand. Ne? Das ist doch getürkt. So, eine Runde davon noch und dann machen wir die Pause. Und dann starten wir beim nächsten Mal voll durch, glaube ich. Ja, möchte ich noch machen. So, letztes Mal. Wirklich das letzte Mal, Leute. Oh! Pff. Wir holen das gleich nochmal. So. Was habt ihr, Spacken? Nein, das gibt's doch gar nicht. Na gut, Leute, wir hören auf. Also, das Spiel ist einfach nur zum Kotzen. Naja, wir versuchen uns in der nächsten Runde. Dann machen wir den Rest der Zielgerade fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.